Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich nun endlich die Gelegenheit nutzen, euch die Onstage Swaps von der Onstage in Wiesbaden zu zeigen. Bevor wir damit anfangen, selbstverständlich habe ich auch eine neue Matte mitgebracht. Also verschwindet jetzt die Matte von Onstage in Mainz und wir begrüßen die Matte von Onstage in Wiesbaden. Ihr seht, sie hat ein anderes Format, sie ist schmaler und wir haben hier unten unser 30. Geburtstag noch drauf gedruckt. Die Einteilung ist immer noch dieselbe, aber es steht halt nicht mehr dabei. Ich finde sie trotzdem sehr schön und seien wir mal ganz ehrlich, mehr Platz haben wir sowieso nicht zum Basteln, weil das alles andere liegt ja dann eigentlich auch immer voll. Also benutzen wir jetzt diese hier. Das ist meine Tischdecke, ist nicht schlimm. Legen wir jetzt einfach oben drauf. So, wir starten mit meinem Swap. Das hier ist fast mein Swap, denn eine Mattung fehlt. Ich hatte also hinter der savannefarbenen Mattung noch eine weiße Mattung. Dieses war nämlich also nur ein halber Swap. Den wollte ich natürlich nicht austeilen. Und ja, eigentlich hatte ich natürlich wieder ganz was anderes geplant. Normalerweise mache ich immer 40 Verpackungen, 40 große Karten und 40 kleine Karten. Das hat dieses Jahr überhaupt nicht funktioniert und ich habe ganz lange befürchtet, dass ich überhaupt keine Swaps machen kann, was ich super schade gefunden hätte. Und dann hat sich aber Sonntagnachmittag, also Ostersonntag, noch eine kleine Möglichkeit ergeben, dass ich wenigstens so ein paar Sachen machen kann. Habe dann alles Mögliche gestempelt und schon ausgenudelt und habe es dann, weil ich ja am Ostermontag schon nach Wiesbaden gefahren bin, habe ich es dann in Wiesbaden zusammengeklebt. Und so haben wir wenigstens noch einen kleinen Swap. Ich glaube, 30 oder so habe ich gemacht. Ein kleiner Hinweis. Ich habe in einigen Swap-Videos schon gesehen, dass die Kolleginnen das so rumhalten. Das ist falsch rum. Das Wort heißt amazing. Das sind die Framelits aus der Celebration, die jetzt auch im Jahreskatalog kommen werden. Und meine Schrift ist oben. Gut, so viel dazu. Ich habe eine ganze Kiste voll. Schwupp, hier, da gucken wir jetzt rein. Das machen wir jetzt eins nach dem anderen. Wir fangen an mit dem Swap von meiner Team-Oma, von der Susanne Schöder. Susanne hat mit Bruschos gespielt, embossed. Und ich muss gestehen, so fertig finde ich es ganz hübsch, wobei ja, wie gesagt, Bruschos nicht ganz so mein Ding sind. Das war der allgemeine Swap von Susanne. Dazu habe ich eine Kiste bekommen. Das ist unser Team-Swap gewesen. In dieser Kiste, weil wir ja eine große Party feiern, gab es ein paar Party-Utensilien und einen Briefumschlag. Und in diesem Briefumschlag war der Anhänger von meiner Kette, die ich umhabe. Ich blende euch das gleich nochmal ein. Genau, da das Stempel-ABC, das war hier drin. Die Teammädels, die noch nicht auf Onstage waren, die haben auch dieses glitzernde Halsband bekommen, diesen Keyholder. Aber ich war ja jetzt schon ein paar Mal mit Susanne Onstage und insofern habe ich diesen Keyholder schon gehabt und nehme ihn jedes Jahr wieder mit, weil ich ihn so toll finde. Liebe Susanne, vielen Dank dafür. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das ein bisschen sortiert kriegen hier. Wir haben natürlich schon alle möglichen Mädels das durchgeguckt. Genau, hier, das ist auch ein Team-Swap oder ein Swap aus dem Team. Das ist nämlich von Miss Mint, von der Jana Evers. Das ist auch eine Tante von mir quasi. Aber unserem Panda fehlte leider ein Ohr. Transportbedingt nicht wieder hierher gekommen. Also wir stellen uns ein zweites Ohr hier vor. Mega niedlich. Kleine Kiste, innen drin eine Tasche zum Tragen.
Nicht sehr lustig, weil davon habe ich bestimmt 20 Stück im Kofferraum. Das passt also super gut. Wir halten noch schnell das Ohr zu. Also vielen lieben Dank, liebe Jana. So, was haben wir denn noch so an Teammitgliedern? Hier haben wir noch die Betty. Betty hat auch mit Broschus gespielt. Betty hat ein Lesezeichen produziert. Genieße den Tag mit Schmetterlingen. Schmetterlinge sind ja ganz in im Moment. Also auch an dich, liebe Betty, vielen Dank. Dann müssen wir weiter überlegen. Genau, ich saß ja nicht mit meinem Team an einem Tisch, weil so viele Plätze haben wir an den Tischen gar nicht. So saß ich also mit der lieben Maria von meinem Team des Herzens an einem Tisch. Und die liebe Maria, die hat ja, also ich pull mal alles zusammen, was ich so von der lieben Maria gekriegt habe. Dies, hoppala, das. Dies. Und das. Und hier war noch dieses hier drin. Das muss ich da schnell wieder reintun. Das habe ich nämlich onstage schon benutzt. Und darum. Oh, jetzt habe ich es festgeklebt. Ich bin ja auch so ein Held hier, ne? So. Und das. So, fangen wir mal vorne an. Wie gesagt, wir hatten ja das Thema Party. Freitagabend auf der Führungskräfteveranstaltung gab es 80er-Party und wir haben Samstag allgemein Party gehabt. Und so gab es von der lieben Maria zwei Teile, die auf dem Tisch lagen. Das waren diese beiden Teile. Hier einmal eine Spitztüte mit Konfetti und Luftschlangen und Raffaello. Dazu Let's Celebrate on Stage 2018. Das haben wir auch ausgiebig getan, nicht wahr, liebe Maria? Genau, Diabolicious ist ihr Künstlername, sag ich mal. Nein, diabolicious.wordpress.com, ihr Blog. Da gab es eben Konfetti. Dann gab es hier eine ganz tolle Verpackung mit dem Flaschenset. Das war ja ursprünglich auch die Idee, die ich hatte, wo es einfach an der Umsetzung gemangelt hat für meine Swaps mit diesem Flaschenset. Hier drin gibt es dann auch noch was zu trinken und hier gibt es auch noch einen Strohhalm. So, das lag also quasi so, kann man das noch sehen, fast hier, so lag es dann auf dem Tisch. Ich lege es mal hin, damit ihr das noch ein bisschen angucken könnt. So, zusätzlich gab es also dann Swaps. Hier gibt es Hallihallo, kann man das erkennen, das ist sehr hell. Aber auch Klettverschluss. Und dann gab es hier Handcreme. Das war nämlich das, was ich schon benutzt hatte on stage. Das war sehr praktisch, aber farblich passend. Handcreme in der Kiste. Ich habe mich ja sehr gefreut, dass ich mit Maria zusammensitzen konnte. Und wir hatten mega viel Spaß. Ich glaube, das Video habt ihr vielleicht schon gesehen. Ja, und hier haben wir noch einen Swap gehabt von der Maria. Da hat sie auch eine kleine Verpackung gebastelt für eine Maske, für eine Gesichtsmaske. Fand ich total lustig. Also das ist irgendwie Selfie-Mask. Also man soll sich die auflegen und wenn die dann trocken ist, nach, weiß ich nicht, 10 Minuten oder sowas, 15 bis 20 Minuten, dann klebt die wohl so auf dem Gesicht, dass man da ein Selfie mitmachen kann. Total lustig. Muss ich unbedingt ausprobieren. Zeige ich euch dann noch. Achso, ich kann sie auch draußen lassen jetzt, ne? Genau, ich habe es euch ja gezeigt, dann kann ich es auch draußen lassen. Ja, und zusätzlich eine Einladung, die ich irgendwie ja nicht mehr brauchte, weil ich habe schon zugesagt, ich habe schon Hotel gebucht, ich bin bestimmt da. Aber wer von euch noch Lust hat,
Ich bin leider eine ganze Woche da unten. Ich kann also hier aus dem Norden niemanden mitnehmen, aber wer mir vielleicht zuschaut aus dem Süden von Deutschland und Demo bei Stamping Up ist, ist bestimmt auch herzlich eingeladen zum Demo-Treffen Südgipfel am 20. Oktober. Da könnt ihr mal lesen, Demo-Treffen Südgipfel.wordpress.com. Da gibt es weitere Infos. Also wenn ihr Bock habt, mit der lieben Anja Ehmann und der Maria Wiedmann durch die beiden organisiert ein Demo-Treffen zu machen. Nicht nur mit den beiden, das wäre ein bisschen wenig, ne? Ich bin auch da. Ich freue mich auf jeden Fall schon total. Und ja, wenn ihr auch Lust habt, dann meldet euch einfach bei den beiden. Da gibt es bestimmt noch ein Plätzchen. Ist ja auch noch relativ früh. So, dann saß mit mir am Tisch. Oha, das hat ein bisschen gelitten. Die liebe Daniela. Daniela kommt aus Rastede. Das ist ganz hier in der Nähe von Bremen. Und wir hatten uns eben auch miteinander verabredet zum Miteinander sitzen. Und Daniela hat also auch für den Tisch ein Goodie gemacht. Habt ihr gesehen, was es war, ne? Nicht, dass jetzt noch jemand auf die Idee kommt, dass es Badezusatz. Nein, ist es nicht. Man kann es essen. Und ich finde es total niedlich. Daniela hat ja schon auch stark meine Art zu basteln. Total süß. Aber Mäuschen, du hast keinen Namen drauf geschrieben. Dafür hat sie das, glaube ich, auf ihrem anderen Swap. Jetzt muss ich noch mal eben in die Tüte gucken. Hier. Jawohl. Da hat sie ihren Namen drauf. Das war nämlich der allgemeine Tauschswap. Das sind so kleine Herzchen, verpackt von ganzem Herzen. Und hier steht nämlich auch happystamping@web.de mit drauf. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ich finde es eine tolle Idee. Vielleicht auch mal für so ein Gäste-Goodie. Und sag herzlichen Dank, liebe Daniela. Auch, dass wir gemeinsam sitzen durften. Ne? Ich hoffe, das wiederholen wir nochmal. Berlin ruft, weißt du ja. So, haben wir sonst noch was Besonderes? Nee, ich glaube, die besonderen Sachen haben wir alle durch. Dann gibt es ein paar Swaps, über die ich mich sehr freue. Da haben wir nämlich zum Beispiel hier den Swap von Katja Martins. Katja habe ich letztes Jahr kennengelernt in Klangsbüll. Und sehe sie dieses Jahr in Brecklum wieder bei Sonja. Und ja, Katja hat einen Schmetterling embossed, dann mit Broschofarbe bemalt. Und die Karte im Hintergrund mag ich auch sehr gerne leiden. An dich, vielen Dank fürs Tauschen, liebe Katja, und schön, dass wir uns mal drücken konnten on stage. Dasselbe gilt für die liebe Gesche. Gesche war tatsächlich auch mit mir zusammen in einem Hotel, konnte ich also auch mal drücken, liebe Gesche. Schön, dass wir uns gesehen haben. Vielen Dank für deinen Swap. Mag ich auch sehr gerne. Ich bin ja tatsächlich auch, wie ihr wisst, so ein bisschen minimalistischer, sodass mir das also auch sehr, sehr gut gefällt. Vielen herzlichen Dank an dich, liebe Gesche. Dann bin ich der guten Heike Hülle-Bolze begegnet. Schwupp, hier. Heike kenne ich vom Satistik aus dem letzten Jahr und wir haben uns jetzt onstage wieder gesehen und habe mich natürlich auch sofort gesagt, ich hätte gerne deinen Swap. Heike sehe ich auch wieder, wenn ich jetzt zum Satistik fahre. Da bin ich natürlich auch wieder angemeldet. Auch finde ich sehr schön. Das Stempelset habe ich gar nicht. Umso schöner, dass ich auch was mit Einhörnern habe, wo ich doch so einhornaffin bin. Ja, vielen lieben Dank an dich, liebe Heike, fürs Tauschen, fürs Swappen und wir sehen uns auf dem Statistik. Dann haben wir noch, jetzt muss ich ja schon mal weiter gucken hier. Den Swap von der lieben Annette Grünke. Annette war mit mir zusammen in Amsterdam in einem Hotel und wir haben uns on stage gesehen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. So konnte ich sie wenigstens auch mal einmal drücken. Liebe Annette, auch vielen Dank für deinen Swap.
Ein sehr schönes. Wie heißt das noch? Jetzt ist es weg. Ein Lesezeichen, Herrgott im Himmel. So, dann habe ich natürlich die liebe Sonja getroffen. Sonja Schulte hat auch einen Swap gemacht. Mit einem Schaf. Das Schaf an einem Magneten, sodass man das also auch an ein Buch oder an einen Notizzettel oder in den Kalender machen kann. Und dann, da muss ich auch gestehen, da habe ich schon notfallmäßig ins Büro gerannt und habe einen Tacker besorgt. Mir ist nämlich leider das Band hier, ich habe es abgezogen und dann war es ab. Also habe ich es nachgetackert, seht ihr, ne? Ist nicht schön, aber selten. Auf jeden Fall gibt es hier von der lieben Sonja norddeutsche Deichschafköttel. Sonja wohnt ja also da, wo man eigentlich nur noch ins Meer kann. Und dann nämlich in Niebüll, da ist ja nicht mehr so ganz viel hinten weg. Und ja, finde ich total niedlich, die Idee. Liebe Sonja, ich freue mich sehr, dich bald zu sehen. Sonja hat nämlich versprochen, sie wird zu meinem Geburtstag kommen. Finde ich ganz toll. Aber ist noch nicht ganz eigennützig, glaube ich, weil dadurch, dass ich in Bremen wohne und Sonja ja hier ihre alte Heimat hat, kann sie also vieles miteinander verbinden und es passt ganz gut. Auf jeden Fall freue ich mich auf dich im August und dann Ende September auf dem Statistik, jetzt geht's los, auf dem Mega-Workshop, so heißt er, in Brecklum. Das Wort habe ich gerade schon mal gesagt. Ja, angemeldet bin ich, geht los. Dann habe ich noch getroffen Alexandra Grape, durfte mir einen aussuchen, habe ich auch gemacht, sehr schön. Alexandra hat ein Video gedreht, wie sie diese Swaps gebaut hat. Falls ihr Interesse habt, schaut mal bei ihr rum. Vielen lieben Dank fürs Tauschen, liebe Alexandra. So, ich glaube, jetzt habe ich alle durch. Nein, habe ich noch nicht. Hier, Ilona. Oha, jetzt ist aber Hurra hier Ende. Guck mal. Koboldwerkelei. Ilona habe ich kennengelernt beim Stempeln auf der Burg dieses Jahr. Und Ilona hat eine total süße Verpackung gemacht. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein hier, dass ich die da wieder rauskriege, ohne hier alles zu zerstören. Komm raus. Ah, wir schieben. Könnt ihr das sehen? Wenn ich das jetzt hier so rausschiebe, macht das gleich. Ist das süß? Ja, ne? Ich finde das mega süß. Und ich könnte heulen gleichzeitig, weil der kleine Fratz ist aus dem Set Moon Baby und das Set Moon Baby steht auf der Auslaufliste. Ja. Aber wir stellen uns neuen Herausforderungen. Es wird auch hinterher schöne Babykarten geben. Aber liebe Ilona, vielen herzlichen Dank für deinen Swap. Mich sehr gefreut. Finde ich total eine tolle Idee. Kann man natürlich auch irgendwie anders umsetzen mit Herzchen oder Blümchen oder wie auch immer. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. So, jetzt haben wir hier auch irgendwie keinen Platz mehr. Jetzt müssen wir hier die Party ein bisschen weichen. Habe ich jetzt noch wen vergessen? Ich glaube, jetzt habe ich niemanden vergessen. Diese Swaps, die ich euch jetzt nämlich noch zeige, die sind von Damen, die ich nicht kenne. Aua. Nee. Ich glaube nicht. Nö. Nee. Ansonsten werden wir das gleich noch finden. Also. Der nächste Swap. Habe ich total eine schöne Idee, wie schön, dass es dich gibt. Das Ganze von Carola Mogia vielleicht aus Bad Rappenau. Den Block hat sie durchgestrichen. Ich befürchte, sie hat keinen Block mehr. Sehr schade. Auf jeden Fall eine schöne Box. Mag ich gerne. Schöne Idee. Vielen Dank an dich fürs Swappen. Dann haben wir hier
All You Need Is Chocolate, Nadines Kreativkeller mit Chocolate drin. Guck. Und ich glaube, hier fehlt eine Schleife. Irgendwo habe ich zwischendurch bei dem vielen, ich gucke mir mal die Swaps an und du guckst dir mal die Swaps an, eine Schleife übergehabt und wusste nicht mehr, wo sie hingehört. Und ich glaube, sie gehört hierhin. Also, liebe Nadine, nicht böse sein, Schleife gibt es noch, nur gerade nicht jetzt im Video. Aber schöne Idee, mag ich gerne. So kleine Goodies sind ja auch immer gern genommen. Vielen Dank fürs Tauschen auch an dich. Dann haben wir Pfirsich pur, Dankeschön. Ist auch ein niedliches, eine niedliche Idee. Tinas Kreativbox. Da drin haben wir Tee. Und die Erklärung, was sie benutzt hat. Finde ich auch immer sehr schön. Auch an dich, liebe Tina. Vielen Dank fürs Wochen. Hier war ich jetzt auch schon ein paar Mal dran. Das sieht man dann leider auch schon. Die Verpackung hat schon ein bisschen gelitten. Ich habe es jetzt ein paar Mal ein- und ausgepackt. Wahrscheinlich war es auch andersrum in der Verpackung drin. Jetzt packe ich es dann das letzte Mal aus. So, hier haben wir nämlich so eine kleine Box. Die fand ich auch total niedlich. In dieser Box befindet sich die Anleitung und ein Touchpen fürs Handy, auch in Rot, die man immer brauchen, wenn man so dicke Finger hat. Ne? Ich schreibe auch manchmal ganz schön Kauderwelsch. Und dann haben wir hier noch die Anleitung, da schauen wir noch mal eben rein. Das ist Claudia Di Maria aus Heusweier, Weiler, zusammen mit der Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Das könnte man ja auch noch mal überlegen, ob wir das noch mal nachbauen. Da sage ich auch erstmal herzlichen Dank. Das stecken wir hier schnell wieder rein. Anleitungen müssen ja mal beim Projekt bleiben. Machen wir das auch schnell wieder zu. Und dann muss ich mal eben einen kleinen Schluck trinken. So. Habe ich hier auch schon stehen. So, und weiter geht's. Hier haben wir, oder haben wir schon gleich zwei in der Hand. Hello Friend. Auch eine ganz süße Verpackung mit dem Vögelchen. Und hier gibt es dann, ja, ich habe es ein bisschen merkwürdig angeguckt beim ersten Mal im Halbdunkel on Stage, was das wohl sein mag. Ich habe dann entdeckt, es gibt hier hinten noch freundlicherweise einen Zettel. Und dann entdecken wir auch, es sind Sommerblumen, eine Mischung aus niedrigen und halbhohen Sorten von Stefanie Sokol. Ja, liebe Stefanie, vielen Dank. Das ist ein toller Swap. Ich muss mal schauen, ob ich meine beste Freundin überredet kriege, dass sie in ihrem Garten ein paar Blumen anpflanzt. Denn ich habe meine Terrasse pflastern lassen. Ich habe hier überhaupt keine Beete mehr. Und damit es nicht vertrocknet, bleibt es auch am besten nicht bei mir. Ich sage erstmal herzlichen Dank an dich. Fürs Swappen gefällt mir wirklich sehr gut. Da haben wir Hasi. Hasi von den Celebrate, wie heißen sie denn noch? Hier, diese vier, die habe ich für die Teamkarte für mein neues Teammitglied gemacht. Weiß es nicht mehr. Ja, Hasi auf jeden Fall. Das Ganze von Kreativ Nienchen, Janina Grimm. Janina Grimm hat auch Tee, südafrikanischer Ovambo, lieblich mild. Steht natürlich auch nicht drauf, was drin ist im Tee. Da muss ich nochmal
kritisch begucken. Ich darf ja kein Zimt. Aber das kriegen wir hin. Auf jeden Fall sage ich herzlichen Dank fürs Swappen. Auch an dich. So, dann haben wir auch noch ein ganz kleines, süßes Swap. Das ist auch ein Lesezeichen. Das, mit dem Wort habe ich es heute. On Stage Wiesbaden 2018. Aus dem schönen Kreativset von Nancy Schiebe, kleine Stempelfee. Auch an dich, vielen Dank fürs Swappen. So, dann haben wir hier eine Karte. Mit Vögelchen und der Handstanze für die Blätter. Das ist sehr schön gemacht. Das Ganze von Astrid Hofmann. Und auch an dich sage ich vielen Dank fürs Swappen. Christine Büchel. Die Karte, vielleicht erinnert ihr euch noch, habe ich im... Nee, könnt ihr euch noch nicht erinnern, habe ich noch nicht veröffentlicht. Kartenfalltechnikbuch steht noch aus, ne? Da gibt es diese Karte nämlich auch. Und die finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Witzig gemacht. Und darum sage ich auch an dich, liebe Christine, vielen Dank fürs Swappen. Und ihr werdet diese Karte bestimmt noch mal sehen, spätestens im Kartenfalltechnikbuch. Das muss ich auch unbedingt euch langsam mal vorstellen. Da kommt ja schon bald das nächste Buch. Ja, so, Frühlingsgirlande haben wir hier noch. Jetzt kann ich sie auch endlich mal auspacken. Ich habe mich nicht getraut, sie auszupacken, weil ich gedacht habe, ich kriege sie nicht wieder zusammen. Irmgard Kemper aus Zirndorf hat eine Frühlingsgirlande gemacht. Da wollen wir doch jetzt auch mal reingucken. Das ist ja schön. Seht ihr die? Könnt ihr die? Ich lege sie mal wieder hin. Dann können wir auch alle Teile begucken. Zusammengenäht mit der Nähmaschine. So könnt ihr es sehen, ne? Genau. Und eine kleine Karte dazu. Sehr nett. Auch an dich, liebe Irmgard. Vielen Dank fürs Swappen. Vorsichtig da wieder rein. So, dann haben wir Angelika Paschke aus Bohndorf. Und Angelika, falls du dieses Video siehst, du musst mir helfen. Ich habe deine Karte jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal angeguckt. Aber irgendwie werde ich noch nicht schlau. Also sie hat auch noch mal reingeschrieben, wer sie zu dieser Karte inspiriert hat. Aber ich weiß nicht so genau, wie diese Karte stehen soll. Vielleicht hat da irgendjemand noch einen Tipp für mich. An sich finde ich sie ganz witzig. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich das Ziel dieser Karte ist. Also, liebe Angelika, sei so nett und schreib mir mal in die Kommentare, ob ich da was falsch mache und wenn ja, was ich falsch mache. Würde doch gerne noch, das interessiert mich sehr. Dankeschön. So, dann haben wir, genau, das ist Basteln am See, Karen Dardemann. Ich kann mich an Karen, ehrlich gesagt,
nicht erinnern. Ich habe kein Gesicht im Kopf. Aber ich weiß, dass ich mit Karin schon mal getauscht habe. Denn ich kenne diesen Stempel. Liebe Karin, mit deinem Stempel hast du alles richtig gemacht. Ich habe nur jetzt gerade, so 1,5 Wochen nach Onstage, kein Gesicht im Kopf. Ja. Wei, wei, wei. Aber umso schöner, tollen Spot hast du gebaut. Das finde ich wirklich sehr schön. Das mag ich sehr gerne leiden. Vielen Dank an dich dafür. Ich würde behaupten, wir kennen uns aus Klangsbühl. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Also, schreib mich doch bitte einfach nochmal an. Das ist ja echt furchtbar mit mir. Aber wie einige wissen, ich habe eine ziemlich stressige Zeit gerade hinter mir. Deswegen konnte ich auch nicht so richtig Swaps machen. Und deswegen, ja, ist so einiges anderes liegen geblieben. Prost überhaupt, ne? Ich nehme nochmal einen Schluck. Da ist auch so einiges andere liegen geblieben, leider, weil ich einfach in meinem Erstjob so einen Stress hatte, dass ich es nicht geschafft habe. Und der Stress war auch so ein bisschen im Kopf, also seht es mir einfach bitte, bitte nach, wenn ich im Moment gerade nicht so ganz auf der Hut bin. So, der nächste Swap von Astrid Bouvelet. Astrids Stempelecke, stampingup.net. Eine, ich überlege noch, wie sie heißt. So eine selbstschließende Box ohne Kleben. Ich habe sie schon mal verfilmt. Ich verlinke euch das auch mal eben. Da. Genau. In klein. Ich weiß auch schon, was drin ist. Ich habe nämlich schon mal reingeguckt. Komm nur jetzt gerade nicht dran. Doch, komm da dran. Irgendwie tapfer sein. Komm mal da auch dran. Na, nee. Das wollen wir doch nicht kaputt machen. Dann nehmen wir diese Seite. Die geht etwas besser. Tada! Lenker, Lenker. Liebe Astrid, vielen Dank. Ich mag die Verpackung super gerne. Und sagt Dankeschön fürs Wappen. So, dann haben wir. Es wird immer kleiner hier, ne? Die nächste Verpackung von Jutta Haupt. Auch total süß. Das wäre ja auch nichts für mich, ne? Diese Fummelei. Mini Amicelli. Den schmeißen wir erstmal raus. Das finde ich ja total eine tolle Idee hier. Sehr süß. Kleine Banderole. Ganz toll. Ganz viel Fummelarbeit. So, liebe Jutta, vielen Dank fürs Swap. Dann haben wir noch einen Swap. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht aufgemacht. Herzls Kreativecke aus Österreich. Weil, wie ihr seht, der ist getackert. Und ich wollte nicht den ganz kaputt machen. Darum habe ich gedacht, ich mache den einfach dann mit euch auf und wir gucken da gemeinsam rein. Aua. Genau deshalb. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt hat er verloren. Ich nehme mal die Tackernadeln da raus. Ah, das geht leider immer nicht ganz ohne Schaden. Das ist sehr, sehr schade. Nee. So. Irgendwo hatte ich noch eine gesehen. Genau, hier ist noch so eine.
Bei meinem Glück fasse ich da nämlich dann auch gleich noch rein und dann habe ich die im Finger. Da habe ich auch nicht so Lust zu. So, dann können wir jetzt hier auch mal in Ruhe reingucken, stellen fest, es ist was Süßes drin. Und wenn wir das hier wieder so zusammendrücken, dann fällt keinem auf, dass wir da dran waren. Also, Herzal, vielen lieben Dank auch an dich fürs Swap. So, dann haben wir noch zwei Swaps. Dieses hier ist ein Swap, da bin ich total hin und weg. Den finde ich richtig toll. Eigentlich ganz schlicht und ganz simpel, aber eine mega Idee da drin. Hier gibt es nämlich Wäscheklammern und auf diesen Wäscheklammern steht dann drauf: Einkaufen, denk dran, lecker und Ideen. Das Set dazu haben wir auch im neuen Katalog. Wer also Lust hat, das nachzumachen. Eine tolle Idee. Und sie kommt von Silke Haas, frisch gestempelt. Liebe Silke, einen ganz, ganz herzlichen Dank für den Swap an dich. Ich habe mich sehr gefreut. Eine ganz tolle Idee. Vielen Dank, dass ich einen haben darf. Und dann war Onstage schon fast zu Ende. Und meine Swaps alle ausgeteilt. Und dann waren wir auf dem Weg nach draußen, nach der Veranstaltung. Und Maria sieht noch jemanden. Ich kenne sie nur aus einer Facebook-Gruppe. Freue mich, dass ich sie kurz sprechen durfte. Und sie hat mir tatsächlich auch noch einen Swap geschenkt, obwohl ich ihr gar keinen schenken konnte. Das fand ich total toll. Mega lieb. Mich wirklich sehr gefreut. Den zeige ich euch auch. Den habe ich bestimmt schon 5-mal ausgepackt und immer wieder eingepackt, damit ich ihn euch zeigen kann. Jetzt packe ich ihn aus. Ist total witzig mit den Augen. Sowas gibt es natürlich nicht bei Stamping Up, aber lustig finde ich trotzdem. Hier drin ist nämlich ein Brillenetui. Und das findet nämlich gleich morgen den Weg in mein Auto, weil mein Brillenetui aus meinem Auto ist kaputt. Und da habe ich ein bisschen Schiss, dass es mir die Gläser verkratzt. Darum gibt es ein neues Brillenetui für mich. Zusammen mit was Süßem. Und dann ist hier auch noch ein Brillenputztuch drin. Sehr praktisch. Finde ich total toll. Und das ist von Ines Rombach. Und Ines, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dich ganz kurz kennenlernen zu dürfen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich sage herzlichen Dank. Und ja, das war dann auch schon meine Swaps von Onstage, meine Geschenke von Onstage. Ich habe mich sehr gefreut. Onstage ist ja immer die Megasause, wo wir uns alle wiedersehen. Und ja, swappen ist das eine, aber viele liebe, nette Leute, die man eigentlich irgendwie nur aus den sozialen Medien kennt, dann doch zweimal im Jahr live zu sehen, mindestens 3 Worte wechseln zu können. Ich habe auch Nadine Theiner gesehen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Habe mit ihr kurz geschnackt. Und ja, eigentlich mit ganz vielen. Und das ist einfach immer das Schöne. Und ich mag das total gerne. Und das eine ist natürlich das Kreativsein. Und das andere ist eben auch das Soziale mit anderen Menschen. Und ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Aber ich sage das jedes Mal wieder. Ich bin so dankbar dafür, dass ich das ja erleben darf, dass ich Stamping Up kennengelernt habe und dass das sich so entwickelt, wie es sich jetzt entwickelt. Und ich freue mich und ich freue mich, dass ihr mich begleitet auf meiner Reise. Und ja, jetzt bin ich guter Dinge, was den neuen Jahreskatalog betrifft. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe schon Post-its geklebt, jedenfalls ein paar. Ich habe auch schon mit dem Edding angemalt, was ich schon habe. Da bin ich sehr froh. Also da gibt es schon das ein oder andere, was bleibt, was ich auch habe. Es gibt auch eine Handvoll Sets, um die ich das sehr schade finde, weil sie gehen.
Das eine habe ich gerade auf der Burg erst entdeckt, das sind die Paisleys. Ja, Moonbaby geht. Um die Incalas gibt es so zwei von den fünf Farben, wo ich es ein bisschen schade finde, aber ja, so ist das. Dafür kriegen wir ja irgendwie jetzt, ich glaube, 18 neue Farben, die total toll sind und auf die ich mich wirklich freue, jedenfalls teilweise. Und auf die neue Herausforderung freue ich mich und ja, auf viele weitere Videos mit euch. Ich hoffe, dass sich das in meinem ersten Job jetzt ein bisschen beruhigt, sodass ich also auch wieder ein bisschen mehr Zeit für Stamping Up aufwenden kann. Ich glaube, ich brauche noch so 4 Wochen ungefähr, aber ich gebe einfach mein Bestes. Ihr seht ja, dass ich schon versuche, euch auch wieder täglich mit Blogbeiträgen zu versorgen. Ich hatte ja versprochen, ich wollte mich um die neue HP kümmern im ersten Quartal und wollte deswegen meine Videos ein bisschen kürzer halten. Nein, nicht die Videos, die Blogbeiträge nicht täglich machen, so rum. Das habe ich gemacht. Ich habe meine neue HP jetzt so gut wie fertig. Also richtig fertig ist sie nie. Jetzt muss ich mich um die neue Datenverordnung kümmern. Was ich nicht geschafft habe, ist ein neues Videoschnittprogramm an den Start zu bringen. Da muss ich mich noch drum kümmern. Das wird vermutlich das Dauerprojekt dieses Jahres sein. Aber so ist das dann mal. Ja, dann sage ich jetzt erstmal einen schönen Morgen, Mittag, Abend, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ich hoffe, du hattest Freude mit den Swaps, die ich von Onstage mitgebracht habe aus Wiesbaden. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich versuche möglichst bald das Kartenfalltechnikbuch online zu bringen, denn eigentlich ist das Technikbuch 3 schon auf dem Weg hierher. Das hast du am letzten Sonntag gesehen. Das war diese Graffiti-Technik. Das müsste so langsam hier irgendwann eintrudeln in den nächsten Tagen. Dann kann ich euch das auch zeigen. Und ja, dann gibt es ja schon ganz viele Projekte. Meine Vororder kommt. Da könnte ich ein Unboxing machen. Müssen wir mal gucken, zu was die Zeit so reicht. Und erstmal wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, hatte ich schon gesagt. Und bis bald. Tschüss. Thank you.